Oskar Zwintscher, Weltflucht und Moderne. Wir freuen uns sehr, diese Ausstellung hier im Museum Wiesbaden zeigen zu können und gemeinsam mit Ihnen diesen außergewöhnlichen Künstler in der Ausstellung zu entdecken. Er ist tief im Jugendstil verwurzelt, aber er bringt all die beunruhigenden Elemente, die am ausgehenden 19. Jahrhundert die Menschen bewegt haben, in seine Bilder hinein. Zwischen Jugendstil, Symbolismus, neuer Sachlichkeit und wenn man diese Begrifflichkeiten hört, spürt man schon, er ist nicht dazwischen, sondern er ist etwas Eigenes. Ja, wenn wir in Oskar Zwintschers malerischem Övre zwei Gattungen rausgreifen wollen, dann sind es einerseits seine Landschaftsmalereien, wo auch die Stadtansichten von Meißen dazu zählen, und andererseits seine Porträtkunst. Die Dargestellten haben einerseits eine große Distanz zum Publikum, gleichzeitig fühlt man sich aber auch wie in einem Salon, als würde man neben ihnen sitzen. Bereits 1899 hat Oskar Zwintscher erstmalig in Wiesbaden ausgestellt und dank der Schenkung Nees, die zwei wunderbare Arbeiten von Oskar Zwintscher beinhaltete, haben wir also tatsächlich diesen Bogen von der damaligen zur Jetztzeit über Oskar Zwintschers Werk hier schließen können. Der Künstler zog 1892 nach Meißen, wo er seine zukünftige Frau Adele Ebelt kennenlernte. Er stellt sie über die Jahre hinweg in ganz unterschiedlichen Rollen dar. Und er exerziert auch in gewisser Weise den Geschlechterkonflikt seiner Zeit an ihr, an Adele, durch. Ein uns besonders wichtiger Aspekt in der Ausstellung soll Oskar Zwintscher als angewandten Künstler zeigen. Und es ist ganz wichtig, die Verbindung zwischen Kunst und Leben, die in die Alltagskultur hineingewirkt hat, also hier in der Ausstellung auch zu verbildlichen. Das Besondere an dieser Ausstellung ist tatsächlich, wenn man einmal Oskar Zwintscher gesehen hat, dass man ihn nie wieder vergisst. Und man beginnt nach dieser Ausstellung immer nach diesem Werk zu suchen. Und hier hat man es versammelt. Die Modernität seiner Bilder, die ausdrucksstarken Porträts, die intensivfarbigen Landschaften, all das ist einen Besuch wert. Wir freuen uns auf Sie.